Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Oberlausitz. So, letzte Born. Hier müssen wir eben nach der Gisela hin, eben Drescher abtanken, wenn wir die Presse zum Hof gebracht haben. Die müsste nämlich auch schon links fertig im Tank voll haben. Ich hab das jetzt mal eben in einer Rutsch durchgezogen, das war mir jetzt egal. Dass das hier mal erledigt ist. Wir haben ja noch so Pläne. Die müssen wir nur in der Tat umsetzen, ne? Oh, der rührt so hier. Mal eben das Moped hinten leer. Klopp dich mal eine. Feuer, Salamande, klopp dich ineinander. Wir stellen schon mal die Ballengröße oben, sonst vergesse ich dann wieder. Mit der 80 können wir nicht, ne? Ja, alles klar, dann. Kenn mich. Chikong hinter, weißt du? Nichts mehr so ganz so viel schief gehen. Mal zusehen, dass wir den Moped hier aufkriegen. Ich bin direkt am überlegen, ob wir nicht direkt die Drille tauschen. Ich glaube, unten kriegt man so. Postbude, wa? Was soll ausgehen? Was hat? Guck mal, ich meine. Bin mir da nicht so sicher. Bin da nicht irgendwo dran spielen. Nee, pass. Also, wo habe ich eigentlich meine Kalkbude hingestellt? Ach, hier vorne. Da müssen wir auch noch dran. Russ aus dem Mädchengang. So. So, wie gesagt, die Gisela wartet. Abflug. Steht auf der anderen Seite, wer? We will see. Wir geben Gas. Oh, Autosave, danke. Muss ja auch immer mitten in der Aufnahme sein, ne? Jo, guck mal, die wartet schon lange, wer? Schick gerade. Können wir auch gleich. Nee, da passt noch ohne Wanderup, wer? Machen wir morgen später nehmen. Und Gisela läuft mit der Rapsdreschung? Sag mal, ist ordentlich Drüge oder was? Hä? Hast du mal gemessen? Nee? Nur Glück oder was? Hast du Finger reingesteckt? Und was Drüge? Alles klar. Gisela ist unser neuer Messautomat hier, weißt du? Hier hält einen Finger rein und dann sagt, hier ist gut. Gisela, das läuft, ne? So ist das mit der Gisela. Kann nix schief gehen. Sind wir, soll ich schon mal wegbringen? Morgen, Gisela. Dein Wort in Gottes Gehör. So, lass mal eben gucken, wie das hier geworden ist. Wenn jetzt ein bisschen angenehmer ist. Ja, ist besser, ne? So können wir da locker flockig mit leben. Guck mal. So, wir nehmen die Schwab-Ausfahrt hier. Habe ich gelernt, ne? Der Schwab fährt überall raus. Der kennt keine Feldeinfarben. Was ist denn jetzt los, mein kleiner Freund, im Kupferstiche? Wie mäulig. Mal Stroh holen und hier und da und tralalala und ach ja. Hat halt so Anstieg, ne? Oh, müssen wir auch noch merken. Zumindest ist das hier irgendwie unsere Fläche oder was? Ne, weiß gar nicht. Doppelcroppen. Ey, dann geht kein Weg drin vorbei. Oh, Mittagessen gibt Pfötchen. Nicht gut. Könnte werden.
Ne, kommt keiner aus dem Busch, weh. Wenn er der Pech wäre, hätte er eben mal kurz auf der Bremse latschen müssen, weil wir haben ja eilig. Kann ich schlechte Gisela immer im Feld warten lassen. Jetzt schon 5 WhatsAppen auf dem Handy. Ne? Und während der Fahrt nicht WhatsApp schreiben, ganz wichtig, ne? Ne? Deswegen, lieber das Handy zu Hause lassen, wenn der Trecker fließt. Hast du mehr davon? Oh, da war mal ein Schlagloch, wa? Schickram, Schickram, du. Ja. Das wollen wir mal der Gemeinde hier einen Brief schreiben, du. Das muss plan asphaltiert sein, wenn wir hier lang bügeln. Wie müssen wir denn da hier einen Brief schreiben? Bürgermeister Yogi oder was? Ich muss aber noch mal gucken, dass der jemand noch mal vernünftig drüber asphaltiert. Ist der seekrank in Schlepper? Schickram, Schickram. Ja. Da sind schon ein paar Meter zu vorne. Vorschriftsmäßig hier mit Richtungsanzeigung da oder wie der da sich auch schimpft, ne? Hier einmal mit Bornkön drin zu, an Güllemixer vorbei. Hab ich billig geschossen, weißt du? Wie gesagt, gib mir einen Kasten Bier, kannst du auch haben, das Ding. Ich brauch das eh nicht. Ist auch nur Chlor. Jetzt, wie wir den ja andauernd brauchen. Nicht, aber. So, meine liebe Drille. Weißt du was? Ich möchte die andere Drille haben. Scheibenenge. Warum nicht? Oh, ich will mich so was von den Hintern beißen, aber ist mir jetzt egal. Wir kaufen uns jetzt die neue Drille. Die Front haben wir eben dazu. Ja, wir mit Rollpacker, oder? Danke. Danke, liebes Spiel, bist du gut zu mir. Wir müssen eben nach der Gisela wieder hin. Wir haben nicht so viel Zeit, wir haben Druck ausnahmsweise. Wir haben richtig Druck. Trashkasten muss rein. Ey, sind immer Schlachtlöcher, du. Guck mal, unsere neue Drille. Nee, jetzt gucken wir uns das noch nicht an. Nein, ein bisschen warten. Dann kann es sein. Ja, jetzt noch gucken, was die neue Drille da so alles macht und kann. Nee, da müssen wir drauf warten. Ab und zu muss man auch mal warten können. Wer es nicht abwarten kann, DLC kaufen. Oder runterladen. Ne? Sehr gern. Man kann nicht in den Rückspiegel kicken, du. Sind immer am Boden, wenn du. Hält mich fett, du. Die ist ja ganz extrem, du. Heule, da bezahlen andere teuer Geld für, weil sie in so einem Karussell hoch und runter oben. Hier ist es umsonst. Nicht schlecht, weh. Also, wenn jemand mir. 1000 Euro muss ich schon haben pro Fahrt. Ne? Fahren wir einmal hoch und einmal runter mit dem Track und dann haben wir nichts vorher essen. Ne? Nicht, dass die dann noch hier nach vorne aus Speiseauswurf hat. Ne? Meinen ganzen schönen Traktor mit den Essensresten beschnutzt. Das geht nicht. Aber so für 1000 Core können wir dann mal eben hoch und runter heizen. Man braucht auch nicht länger anstehen. Ist ja kein Ding. Ich bin ja freundlicher Landwirt, ich mach das wohl. Aber 1000 Kauer muss ich haben. Von wegen Stoßdämpferabnutzung und so. Hast du überhaupt Stoßdämpfer? Ja. Warum fährst du mit Vollgas? Gisela hat gedreht, ne? Ja, dann brauchen wir noch nicht extra hinheizen hier. Der Lunge, ne. Nee. Ist an drehen, also.
Sind ihr selber auch keine Frischluftfanatiker, da drehen wir die Scheibe zu mir? Muss doch auf. Ein bisschen frische Luft braucht jeder Mensch. Guck mal, die Quarkies, die haben's gut da, ne? Ehrlich, ne? Wo ist denn Turbohuhn? Wo ist denn Turbohuhn? Kalle wurde heute noch ein bisschen trainieren, die war gestern ein bisschen langsam. Die hat 1,2 Sekunden hier einmal einen Hühnerstall gebraucht, das geht nicht. Unter einer Sekunde. Dann übt mal fleißig, ne? Ja, so muss den Laden am Laufen halten, ne? Dann werden wir noch ordentlich Talas mitmachen, wenn wir demnächst damit zu Beschleunigungsrennen fahren. Unter eine Sekunde ohne Hühnerstall ist ganz gut, denn. Zum Hühnbeschleunigungsrennen fahren wir dann mit. Ja, komm, weil ihr seid. Sollen wir mal gucken? Ja, nur weil heute mit Donnerstag ist, ne? Bei mir ist Donnerstag. Bei euch ist dann Sonntag. Oh, oh. Schon coole Nacht, ne? Cool. Jetzt können wir das schöne Drillerchen mitmachen, ne? Ey, das ist echt nicht schlecht gemacht. Gefällt mir. Auch der Tank. Cool gemacht hier mit Anschluss und so. Nicht schlecht, Jungs. Guck mal, wie die Stecker ausmodelliert haben. Die sind doch verrückt, Giants, oder? Ah, ne, kommt ja nicht von Giants. Kommt von. Von wem kommt das? Vertex Design, oder? Ach, von irgendjemandem da. Ne. Hier, die das Dingsbums DLC gemacht haben hier. Ah, Strohberger da. Ach, ich. Ist doch Vertex Design, oder? Ne. Ich weiß es jetzt nicht. Sag mal, Svenny, soll ich ihn hier stehen lassen? Sag mal. Ja? Ja, ist okay, Svenny? Svenny, lass mal da stehen, das passt so. Top. Ich lade das eben auf und dann kannst du rüberfahren. Immer guten, fähigen Mitarbeiter zu haben, ne? Lass euch das gesagt sein. Sonst, Svenny, brauchst du schon mal auf den Hof. Ihr weißt dann auch, was er macht. Nicht, aber... Naja, so einen fähigen Mitarbeiter brauchst du. Mehr. Dann kann Svenny die nämlich eben aufladen. Dann wird Svenny mir gleich eben fix den Schlepper rüber, dann brauchen die extra absteigen. Und wegen immer so ein Svenny an Hof ist ganz wichtig. Dass ich auch mal einen Schlepper durchgehen fährt. Bevor wir am Ende des Feldes sind, legen wir auch mal wieder einen Vorwärtsgang an. Ne? Sicher ist sicher. Hast gut geparkt, Svenny. Top. Was ist das für ein Gemüse hier? Müssen wir mal wegmulchen. Ich hatte das. Ich ihn auf meinen Acker ausbreite, du. Dann haben wir den Salat da drauf, du. Das geht nicht. Sieht hier aus wie wilde Heide. Oder wie auch immer, ist mir egal, aber das sieht nicht schön aus. Guck mal. Chikra, mehr brauchen wir gar nicht aufladen. Folge ist zu Ende. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich.
Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.